Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Ich hoffe sehr, denn es war ein Mega-Erlebnis. Der Grand Prix hier heute Morgen in der Schleierhalle, der hat mal so ein bisschen die Dressurwelt auf den Kopf gestellt. Und die junge Dame, die ihn am allermeisten heute durcheinander gewirbelt hat, die sitzt neben mir. Und wir haben gerade beide gesagt, hoffen wir, finden wir unsere Sprache wieder. Wir sind eigentlich ein bisschen sprachlos. Ein Riesenglückwunsch, Lisa. Danke. Wir sind echt geflasht, du selber natürlich auch. Kannst du trotzdem uns in aller Kürze sagen, was war der, Entschuldigung, es muss mal sein, der geilste Moment heute Morgen? Ich weiß es selber noch nicht. Ich muss jetzt gerade irgendwie erstmal wieder klar denken können. Dann muss ich das mal Revue passieren lassen, weil gerade, ich habe das Gefühl, ich reite jetzt gerade noch ein. Also irgendwie bin ich noch nicht fertig mit der Prüfung. Deswegen, Stedi hat sich heute beim Abreiten schon wirklich sehr gut angefühlt. Wir haben, ja, ich zitter voll. Wir haben weiter geübt an Sachen, die wir halt noch verbessern wollten. Und ein paar Sachen sind uns gelungen, ein paar noch nicht. Aber der hat heute so gekämpft und der war so an. Ich hatte ein bisschen Angst bei der Schritttour, ob das gut geht. Aber der wusste seinen Plan und er wusste, was er zu tun hat. Und dann hat er einfach gemacht. Du bist ja niedlich. Du sitzt hier, hast gerade, Entschuldigung, ziemlich viel von der Weltelite weggeputzt und fängst als erstes an, davon zu reden, was ihr noch verbessern wolltet und was geklappt hat. Dann fragen wir mal jetzt ganz, um dir Zeit zu geben, was wolltet ihr denn verbessern? Was war der Plan vorher? Also einfach eine gewisse Routine reinzubekommen, weil es ist ja immer noch so, dass wir noch nicht... beide sagen, oh, voll auf Angriff, weil wir uns sagen, es ist so sicher, dass da nichts passieren kann. Dann natürlich mit den Wechseln. Die Einer haben gut geklappt, auch die Zweier, die geklappt haben, waren ordentlich, bis auf den Fehler. Er war noch mehr bei mir und hat auf mich gewartet und mir nicht manchmal Sachen vorher weggenommen. Weil es ist echt schwer, wenn man so ein intelligentes Pferd hat, das so mitdenken will und alles richtig machen will, dem zu sagen, nee, pass auf, warten, ruhiger oder hier und da anders. Und viele Sachen sind uns heute gelungen und wir müssen aber weiter an uns arbeiten, weil wir einfach für uns beide es noch entspannter und souveräner zeigen wollen. Wie viele Grand Prix bist du denn mit ihm schon geritten? So mega viele waren das ja auch noch nicht. Nein, also er ist seinen allerersten Grand Prix national, hat es eingegangen letztes Jahr bei uns in München. Und dann haben wir eigentlich uns dieses Jahr gleich mit Dortmund die große Piste gewagt. Und ich glaube, es war jetzt sein Grand Prix, sein 10. Sowas, also es ist wirklich, der macht jedes Mal ein Stückchen mehr und es ist jetzt das erste Mal wieder in der Halle. Und Stuttgart ist ein wunderschönes Turnier, aber natürlich die Zuschauer, die sind so mit dabei. Und das muss natürlich ein Pferd aber auch erst verstehen, wenn man da reinkommt und die ganze Halle tobt vom Vorreiter noch, dass er dabei entspannt bleibt, sich nicht noch aufgrellt. Und er hat es heute sehr, sehr gut mitgemacht. Die Schlusslinie, ja, da saßen wir hier alle und ich glaube, es gab gar keinen, der nicht mega Gänsehaut hatte. Wenn der passagiert, passagiert der ja nicht einfach. Da passagiert ja jeder Zipfel dieses Pferdes mit einer Mechanik, mit einer Elastik. Kannst du dich an dieses Gefühl erinnern? Konntest du da einfach nur genießen oder war da doch die Anspannung bei dir noch zu groß? Nee, die letzte Linie kann man bei ihm eigentlich immer genießen, weil er so ein Pferd ist, er möchte sich zeigen, er möchte sich präsentieren und er weiß ganz genau, jetzt sieht mich jeder, jetzt kann ich nochmal alles zeigen. Man muss ihn da eher immer bremsen, weil er eigentlich möchte sich am liebsten noch mehr die Beine ausreißen. Und dann wird es natürlich schwierig, weil er kann ja nicht höher als hoch. Und heute hat er's, ich glaube, er hat es heute genossen. Also nur die letzte Linie, ich musste nichts machen, ich musste nicht treiben, ich musste... wir haben so unseren, dass ich einmal schnalze, wenn die Piaffe anfängt. Also irgendwie ist es so, dass er es für sich weiß und dann hat er seine Piaffe abgespult und dann habe ich nochmal Doppelschnalz gemacht, dass er wieder rausreitet. Das sind so unsere. Ah, das ist das Zeichen, unsere, ja? Einmal schnalzen Piaffe, zweimal schnalzen wieder Passage. Raus. Also es ist einfach nur, ich glaube, das mache ich automatisch, aber es ist vielleicht eine kleine Hilfestellung für ihn, einfach so ein gewisses, dass er das hört, was er machen soll und dann einfach nur hat er da seine Linie abgespult. Dann seid ihr rausgeritten. Wir haben ja sehr schnell das Ergebnis gehabt. Noch während du da drinnen warst, hat die Halle hier echt, die haben ja die Halle auseinandergenommen.
Was hast denn du da gedacht? Ja, das habe ich dann, also da, ab da ist ein Filmriss. Ich habe keine Ahnung mehr. Also es war irgendwie cool und es haben sich dann alle draußen gefreut. Isabel hat sich gefreut, Moni war froh. Weil wir gedacht, okay, das war jetzt, glaube ich, hab mich nicht verhört oder ob das das bestätigte Ergebnis von der Ingrid war. Also da ist dann ein Filmriss. Da war dann irgendwie eins zum anderen irgendwie. Wer war der Erste, der bei dir war? Ich glaube, Isabel und Moni waren als Erstes. Die haben zumindest gleich beglückwünscht. Und dann Thomas musste sich ein bisschen durcharbeiten, der war dann auch gleich zur Stelle. Und natürlich Götz, die waren, ja, waren alle, also, alle platt, aber die mussten auch erstmal, wie jetzt? Du musst es auch erstmal verstehen. Also pass auf, Lisa, ich versuche den Druck zu nehmen, was ich natürlich gar nicht kann, nicht meine Position. Aber das war so eine Mega-Runde, egal was morgen passiert. Ich glaube, Stuttgart 2019 war jetzt schon total dein Turnier. Und wir würden jetzt mal sagen, wir gönnen dir jetzt mal ein bisschen Zeit. Genieß es, feiert das. Und dann sind wir trotzdem auf dich morgen schon wieder gespannt, freuen uns drauf. Danke. Vor allen Dingen, glaube ich, auf die letzte Linie. Ja, da freuen wir uns auch drauf. Dann ist, genau, Lisa, ist die beste Linie. Vielen, vielen Dank und weiter, wachst weiter so toll zusammen, macht mega Spaß. Dankeschön. Dankeschön, danke. Ja, Lisa Müller mit Best.